Der ehemalige 05er Jan Kirchhoff ist wieder in Mainz. Allerdings nicht im Stadion, sondern im Reha-Zentrum Mombach. In der letzten Saison hatte er mehrfach Probleme mit der Achillessehne. Ende Mai wurde er operiert. Durch frühere Kontakte kam er zum Reha-Zentrum nach Mainz. Auch weil es hier ein besonderes Trainingsgerät gibt, das es ihm ermöglichen soll, richtig schnell wieder fit zu werden. Das Gerät, nennt sich Alter-Ski, ist ein antigravitatorisches Laufband. Es wird das Körpergewicht ermittelt und aufgrund der Luftdruckkammer, in der man steht, ist es so, dass das Körpergewicht auf bis zu 20% reduziert werden kann und man halt dementsprechend durch die reduzierte Körperbelastung dann recht frühzeitig in die Laufbewegung gehen kann und somit, ja, was das Laufbild, Gangbild angeht, sehr physiologisch arbeiten kann und was mit Sicherheit auch zur Folge hat, dass der Stoffwechsel, die Stoffwechselsituation positiv beeinflusst wird. Das Anti-Schwerkraft-Laufband gibt es nur wenige Male in Deutschland. Es soll ein Trainieren ohne Schmerzen und eine schnellere Genesung ermöglichen. Hoffen wir, dass das klappt. Wir wünschen Jan Kirchhoff auf jeden Fall eine gute Besserung.